Paneel öffnen. Okay. Aber man sieht aber auch gar nichts, ne? Sieht man da irgendwo was? Ach, guck an. Ach so, ja, geil, weil ich da drauf bin. Aber ich meine, sieht man denn so irgendwas? Da, guck mal, doch, doch, doch. Wenn man genau hinguckt, kann man es sehen. Irgendwo hier, da führt ein Strich lang. Der verschwindet denn hier wieder? Der verschwindet da, aber hier kannst du genau den Knick sehen. Genau da, wo es ist, okay. Na, da hätte ich ja lange suchen können, bis ich das gefunden hätte, ohne die Notiz. Boah, Alter, geil, wo geht's denn hier hin? Irgendwas ist da. Was ist das denn? New Style, correctly priced. Du, das ist alt, das ist aus den 30ern. Oh, könnte das vielleicht den Manson gehören hier? Stimmt hier, Manson, Manson Family, ne? Oscar, vielleicht gehört das ja Oscar. Was hat, aber warum hat er sich die ganzen Frauensachen hier hin und die Männer, Kinder, Klamotten für kleine Kinder, Hosen, was ist das denn? Karte ansehen. Sam and Lonnie's Secret House Interview Gästen Lord. Ach, die sind zusammen hier durchgegangen. Drei Competent Found. Library. Upstairs Hall. Flowery. Supernatural. Ach, guck an, die haben. Ah, die haben was versteckt gefunden. Sowas wie kleine Schränke in diesen Wandverkleidungen. My Room. Ach, guck mal, in der Nähe ist gleich. Und in der Bücherei. Und dann. Foyer. Irgendwo im Foyer ist auch noch was. Aha. Oh Gott. Kreuz. Oh! Okay, es scheint mit dem Horror loszugehen. Warte, ich gehe mal schnell ins Licht. Ich will das mal sehen, was auf dem Kreuz steht. Ist die Lampe kaputt gegangen? So, was steht da? Vor Gott so. Und Gott liebt die Welt so, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wenn ich Gott wäre und mein Sohn würde gekreuzigt, dann würde ich die Leute aber mal sowas von den Arsch treten, Alter. So. Aber er war ja sowieso Ägypter, laut neuesten Forschungen. Laut neuester Theorien. So. Schön dunkel hier. Wie komme ich denn hier? Schade, ich hätte gerne mal noch gesehen, was sich hier alles so auf sich hat. Hier sind, scheinen nämlich schöne Sachen zu sein. Das ist das Kreuz. Wo sind wir denn hier jetzt? Ach, hier sind wir. Warte mal, machen wir mal kurz an. Hier sind wir. Cool. Zeig mal. Boah. Ja, kein Wunder, dass ich das nicht entdeckt habe. Kommt, da kannst du ja lange warten. So, wo haben wir denn? Hier. Da soll das sein. Okay. Aha. Konnte man das vorher auch schon machen? Was ist das denn? The Misfit Set. Maidenhead. Okay. Pool Special Guest Maidenhead. Misfits. Hm. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her, my eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over, I felt so... I don't know. Nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Da hat sie sich verliebt in sie. Da hat sie sich verliebt. Also war ich die ganze Zeit schon richtig mit meiner Vermutung. Hat sich was entwickelt zwischen den beiden. Interessant. Geschichte lesen. Privat. Do not read. The Green Glacier. Samantha. 1992. Okay. L. Great and her son and Patty. We have to hurry. Oh Mann, das will ich gerne auf Deutsch lesen, da verstehe ich nicht alles. Das ist blöd. She spoke. Soft, diese News. Hm, schöne Geschichte. Zweiter Schnipsel mit Kombination nehmen. 50-1. Right time, dieser den. Okay, wir brauchen noch einen anderen. Die andere Hälfte davon. So, und wo war die jetzt? Ah, cool, da ist sogar eingetragen, dass er abgeschlossen ist.
Wir gehen mal zurück durch den Geheimgang. Ich muss mal gucken, irgendwie kann man nicht die Etage höher machen. Okay. Ich muss gestehen, jetzt wird es echt spannend mit der Geschichte, weil ich wissen will, was da los ist zwischen den beiden. Aber dass hier zum Beispiel die Lampe kaputt gegangen ist, war jetzt ein kleiner Erschrecker, aber mehr jetzt auch nicht. Ich hoffe, das geht hier mal bald los. So, wir sind jetzt hier oben. Sams Zimmer. Ah. Irgendwo hier. Vielleicht hier? Gucken wir mal. Ah, hier. Paneele, geil. Aha. Das ist doch hier so ein Brett von diesen Büchern, die wir gelesen haben. Tja. Oija-Brett. Kann ich gar nicht lesen. Hello? Hello. Who are you? Oscar. What do you want? To come back. Da sind sie abends dann aufgehört. Ah, geil. Ah, vielleicht ist wirklich hier Oscar unterwegs. Wer weiß. Vielleicht ist das ja das. So, erster Schnipsel. Null. Okay. Vollständige Kommission spinnt. Ach, da. 0-50-01. Vollständige Kombination. 0501. Okay. Gucken wir mal. 0501. Das ist Lonnie. Wunderschön. Die würde ich mich auch vergucken, kein Wunder. Lonnie came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Eigentlich, wenn man es mal so nimmt, eine ganz süße Liebesgeschichte. Erst dieses Hin und Her und dann verlieben sie sich und so. Dann küssen sie sich heimlich, dann hat sie auf dem Konzert gehört. Eigentlich ganz schön. Aber, hier, Mann Sam. Ne? Erst hat sie gesagt, Mann Dad. Aber, wenn man mal guckt hier, Magazine for Men, Gentlemen. Ja, Shannon Doherty. The Great UFO Cover-Up. Sie hat Frauen schön gefunden. Ja, was sagt uns das? Richtig, genau das, was es sei. Und hier, heimlich geraucht. Morley, Filter Cigarettes. Aha, Mary Cigarettes, United States, made in USA. Aha, okay. Ist doch nicht so schlimm, warum steht da Mann Sam? Mann Sam, das ist doch ihre Sache, was sie macht, Mann. Ja gut, wenn da vielleicht irgendwas mit alten Kerlen oder Omas drin wäre, dann würde ich nochmal sagen, okay, lass uns nochmal ein bisschen darüber diskutieren, vielleicht. Ach, hier ist das vielleicht eine Anspielung auf dieses komische Handy-Game? Aber das gab es ja 94, 95 noch nicht. Was war das? So, wir haben auf jeden Fall Schlüssel für den Keller. Basement-Schlüssel haben wir, aber wo ist denn ein Keller? Es gibt zwei Türen, die noch abgeschlossen sind. Einmal da oben, aber das ist der Dachboden. Würde ich mich wundern, wenn sie das Basement nennen. Weil ich bin nicht blöd. Basement heißt definitiv Keller. Ist hier der Keller? Nee. Ach nee, stimmt, wir haben noch eine dritte. Wir haben ja noch eine dritte. Stimmt ja, die hinten runter. Stimmt. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich ein bisschen enttäuscht davon bin, von dieser Mystik und so, die jetzt hier rumherrscht. Das ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, ist jetzt nicht gerade so der Bringer. Es gibt schöne Sachen, diese Geschichte mit Street Fighter auf jeden Fall und auf jeden Fall die Liebesgeschichte von der kleinen Schwester. Aufschließen.
Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant. Sehr interessant. So, was ist hier los? Schnur ziehen. Tja, dann gehen wir mal in den Keller. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Sieht aber schön aus wie ein Keller. Oh, wie groß ist denn der Keller? Gucken wir gleich mal. Mal gucken, was das hier alles ist. Ist das Tabak? Was ist das? Ah, Kartoffelchips. Wollte gerade sagen. Sieht aus wie, so Tabak zum selber drehen. Wie heißt der Ort? Wolf Drive. Wolf Drive. Oh, cooler Name. Ordner. Ist das hier? Notiz lesen. Dear Samantha. I would like that you heavy think so dear thinking with your family. I enjoyed the fateful plotters. Lonnie, very good. Quiet. A fancy man. Okay. Die saßen hier unten, haben Kartoffelchips gefuttert. Hm. Oh, was haben wir denn da? S plus L. Das ist schön. Das ist schön. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around. Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night. Or it's just quiet and we're alone. We say I love you. Hm. Wie schön. So, Katie Greenbeard, 1991. Okay, the manager's cycle, bla bla bla. I'm proof to testing, dies, das und jenes. Okay. Was ist das denn? Eine 1 plus oder ein V plus? Ich weiß nicht, was heißt V? Ich kenne in Amerika A bis F. A ist 1 und F ist Fail für 5 oder 6 sogar. Hm. Strich plus. Keine Ahnung, was das heißt. Hm. Oh Mann, meine alte Arbeiten aus dem Sexualkundeunterricht. Ach so, jetzt lese ich es gerade. If the travel through the fledgling babe, if the act is... Ach so, wie die Befruchtung funktioniert. Ist ja cool. Was hier alles reinschreiben? Oh. Caitlin. K steht für kreativ. Okay. A steht für kreativ. K steht für kreativ. A steht für anmutig. I steht für intelligent. T steht für talentiert. L steht für lebensfroh. I steht für Ideale. Idealistisch. Ach, idealistisch. Habe ich schon lange nicht mehr gehört, das Wort. Ist schon lange her, wo ich das war. N steht für nett. Sowas habe ich mal für meine Froni gemacht. Für den ersten Jahrestag. Wie es ihr wohl geht. Schon lange nichts mehr von ihr gehört. Everett. Hm, wie man sagen, ist die Fußbodenheizung ordentlicher machen? Cooling and Heating. Da habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet, dass jetzt sowas kommt. Naja. So, warte mal, Licht. Gibt es hier Licht?